Genau das Richtige für die Hochzeit von der Erika. Schatziputz? Bist du wach? Wie spät ist es? 12:30. Schon? Oh, ich muss heim. Nein, noch nicht. Oh, ich möchte zu meiner Frau. Nein, jetzt bleib doch noch ein bisschen. Komm, biss so gut, biss mich nicht. Du bissest mich auch. Ja, aber du bist nicht verheiratet. Hm? Das haben wir abgemacht, nicht kratzen und nicht beißen. Also auf der einen Woche lang rumlaufen, ohne das Hemd abzuziehen. Bis zieh dich nie. Ja, schon lange nicht mehr. Aber der Hund hat sich darauf abgerichtet. Magst du vielleicht mal Licht sehen? Augenblick. Oh nein, das ist ja grauenhaft. Weißt du, das Bett eigentlich her aus einem Edelpuff? Ich hatte ein riesen Glück gehabt, dass ich es bekommen habe. Ja, das ist eine Geschmackssache. Mir vergeht jedes Mal die Lust, wenn die Festbeleuchtung angeht. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe auf der Kilbe. Es war aber nicht schlecht, heute auf dem Schiff zu schauen. Ehrlich? Du warst wunderbar, Schatziputz. Aber das meinst du wirklich, gell? Nein, wenn du nichts hättest davon, könnte ich ja gerade so gut bei meiner Frau bleiben. Es war alles okay für dein Alter. Ja, gell? Ein Verhältnis mit einem älteren verheirateten Mann hat einen Vorteil. Wenn du noch nicht gehen müsstest. Das ist der Nachteil. Doppel. Du gespässige Gründe, ich meine, ich weide nicht einfach irgendwo an. Ist die eigentlich immer schön zusammengelegt über den Stuhl lehnen. Gestern Nacht hast du es halt ziemlich pressant gehabt. Ja schon, gut, aber trotzdem, daheim hat... Ja, die Hei. Schlafst du eigentlich noch mit deiner Frau? Kein Action mehr, hä? Nein, sagen wir es mal so. Am letzten Sonntagvormittag haben wir es wieder mal ganz lustig gehabt. Plötzlich klopft sie mir auf die Schulter und sagt, hast du noch lang? Ich habe nämlich um 11 Uhr Golfstunde. Ich nicht. Das ist mir egal. Aber mir nicht. Ich muss heim. Was erzählst du dir das mal? Wem? Der Carol. Hätte bis spät in die Nacht arbeiten müssen. Am Samstag. Champagne originell. Also komm jetzt, wo könnten die Kleider sein? Keine Ahnung. Wo habe ich es denn abgezogen? Im Lift. Nein, sicher nicht. Sicher schon. Im Lift hast du angefangen. Ja, ich habe den Grauwatterknopf gelockert, da bin ich reingekommen, da zur Wohnungstür und dann... Nein, da habe ich es abgezogen. Du hast noch kein Wort zu meiner neuen Kommode gesagt. Was soll ich zu dieser sagen? Es war ein Schnäppli, ein echter Jakob von Rosen, 1932. Mich interessiert jetzt viel mehr Jacke und Hose 2007. Also, wo hast du es versteckt? Warum soll ich deine Kleider verstecken? Dass ich noch ein bisschen da bleibe, aber das kann ich nicht. Komm, Jenny Maus, komm jetzt. Gib das Zeug für ein bisschen gut. Hm? Ich habe deine Klamotten wirklich nicht, tut mir leid. Okay, gut. Spielt mir Räuber und Polly. Oh nein.
Nein, da kann ich nicht umschauen, du. Das reinste Bruckelhaus. Das dürfte jetzt hässlichste Zimmer in ganz Westeuropa sein. Ich habe gar nicht gewusst, dass du ohne Brille noch so gut siehst. Warum sammelst du eigentlich den ganzen Krümpel? Weil ich alles Zeug gern habe. Sonst wärst du ja jetzt auch nicht da. So alt bin ich jetzt aber auch wieder nicht. Also, Vati bist du nicht mehr. Nein, sonst könnten wir jetzt ein Schnitzel abmachen nach meinen Kleidern. Hast du sie noch nicht gefunden? Eben nicht. Gott, verdeckel noch mal. Machst du dir Sorgen? Nach meinen Kleidern? Nein, wegen deinem Alter, meine ich. Kapis, ich fühle mich noch topfit. Mein Verfalldatum ist noch lange nicht abgelaufen. Jetzt bist du doch nicht gerade beleidigt. Abgesehen davon, selbst ich besser kennen. Ich stehe auf ältere Männer. Die sind dankbar und erfüllen einem kleine Wünsche. In Ordnung, ich nehme den Abfallsack mit, aber wenn ich gehe. Meine Uhr, wo ist meine goldene Armbanduhr? Ich habe sie angehabt. Geht sie nicht nie ab? Das machen verheiratete Männer prinzipiell nie. Schau doch mal in den Jobentaschen. Der kann nicht in den Jobentaschen schauen. Die Jobentaschen ist am Jobben und der Jobben ist nicht mehr da. Brüll mich nicht an. Ich brülle dich doch nicht an. Sicher brüllst du mich an. Benimmst du daheim auch so? Wie? Unausstehlich. Ja, genau. Ich bin ein unausstehlicher Verbeister in den alten Grufti. Und rechthaberisch. Komm, das haben wir jetzt alles schon mal gehabt. Die Uhr ist ein Geschenk von meiner Frau. Ich kaufe dir eine neue. Ja, die könnte ich ja daheim kaum anlegen. Wieso nicht? Ihre hast du ja bei mir auch an. Aber du weißt, dass ich verheiratet bin. Carol weiss es nicht. Dass du verheiratet bist? Nein, das mit dir. Was ist mit mir? Ja, eben. Dass du mein Seitensprung bist. Oh, weisst du, ich habe den Ausdruck gern. Seitensprung. Den wünsche ich mir mal auf dem Grabstein. Hier liegt Jenny Moser, der geliebte Seitensprung von Hubert Schwarz. Sie ruhen endlich in Frieden. Vielleicht würdest du gescheiter helfen, Kleider suchen, statt in Frieden zu ruhen. Vor ein paar Stunden hast du einen bedeutend freundlicheren Ton gehabt. Ja, vor ein paar Stunden war eine ganz andere Situation. Ah ja? Ja, da habe ich nicht meine Kleider gesucht, da habe ich deine abgezogen. Ich bin ja gewarnt worden, bevor ich die Stelle bei dir angenommen habe. Leider habe ich nicht darauf gelassen. Du hättest während der Probezeit problemlos wieder gehen dürfen. Hätte ja. Aber du hast meinen Monatslohn um 500 Franken erhöht. Du sagst ja niemandem etwas von dem bis. Du, wenn das in den Bude rauskommt, habe ich eine Riesenlampe. Also komm jetzt, wo könnten die Kleider sein? Vielleicht hat sie ja die Martha irgendwo aufgehängt. Du weißt ja, wie pingelig die ist. Ja, deine Freundin Martha, der in ihrer Sauberkeits- und Ordnungswahn ist ja direkt pervers. Die hängt ja sogar ein Robidog-Säckchen und eine Kuckuhr. Aber deine Supermarta ist nicht da. Die Supermarta versucht ihre Eltern zu hinterlecken. Darum bin ich da, weil die Supermarta nicht da ist. Ich kann ja nur kommen, wenn die nicht da ist, weil dann die Luft sauber ist. Du bist eben so poetisch wie ein Güsselsack. Ja, aber es ist doch so. Ja, das haben wir aber abgemacht. Kein Laber, wenn beide daheim sind. Wir hätten ja gar nicht Platz, da rein zu treten mit dieser Matrone. Du musst gerade etwas sagen, ha? Abgesehen davon, so dick ist sie auch wieder nicht. Warum ist denn ihr Zimmer da grösser als dies? Weil sie es noch als Atelier braucht, sie ist Maskenbildnerin. Sie knüpft Perücke daheim. Die würde schon wieder mal eine anständige Beziehung knüpfen. Schlag ihr vor mit einem Sumo-Ringer. Mein Brillantring ist weg. Was ist weg? Mein Ring ist fort. Ich hatte ihn hier am Finger. Hast du den nicht abgezogen? Ich ziehe meinen Ring nie ab. Oh nein. Aber was hast du jetzt? Da muss jemand eingebrochen haben. Da bin ich ein Einbrecher, Kapis. Nein, das hat man doch gehört, wenn auch. Ja, heute Nacht natürlich. Aber sicher nicht, weil der Teppi da wieder an der Bett sind. Nein, sicher nicht, das hätten wir gemerkt. Ja, ich nicht. Wenn ich mal angefangen habe, könntest du Eintrittskarten verkaufen. Es muss passiert sein, wo wir geschlafen haben. Das wäre jetzt aber ganz fiese Durchgase. Einbrechen, einen ehrbaren Bürger Kleider klauen, wenn er schläft. Wahrscheinlich passt es ihm ja nicht einmal. Oh, vergiss deine blöden Kleider, mein ganzer Schmuck ist weg. Vergiss doch deinen Schmuck, was ist mit meiner Ehe? Komm nicht mit deiner Ehe, mein Schmuck ist wertvoller. Nein, ist er nicht. Woher willst du das wissen? Ich habe ihn gekauft. Aber du bist versichert und meine Ehe nicht. Und gerade noch mal etwas, es ist doch direkt eine Einladung zum Einbrechen, wenn du den Wohnungsschlüssel lieber unter die Türvorlage hast. Also der Trick ist jetzt etwa so veraltet wie Frontalunterricht und der Curio Iglesias. Genau.
Unter der Türvorlage würde keiner mehr den Schlüssel suchen. Ja, mit Ausnahme von heute Nacht. Also, wenn es genau willst, wissen Sie, aber gescheit. Der Einbrecher ist durchs Fenster gekommen. Was? Und dann schauen wir, mit dreckigen Schuhen. Was macht der? Ich telefoniere der Polizei. Bist du verrückt worden? Kannst du die Polizei kommen lassen, solange ich da bin? Dann gang doch. Aber nicht ohne meine Hose. Du hast ja noch Unterhosen und ein Liebli. Ah ja. Und wie stellst du dir das vor, wenn ich im Liebli und den Unterhosen auf die Straße gehe? Häng keine Nummer auf den Rücken und tu so, als würdest du für einen Greifenseelauf trainieren. Warum fühlst du mich gerade für den New York-Marathon? Abgesehen davon, du hast noch ein Auto. Ich weiss gar nicht, was mit dir los ist. Ah ja, und wenn ich dann daheim ankomme, was sage ich? Sag ich, Carol, heute ist so eine Affenhitze, ich habe keinen Zwergfelder rausgekommen. Dann gehst du halt nicht heim. Aber ich muss heim. Ich wohne dort. Also, komm jetzt. Was mach ich? Was sag ich? Lass dir etwas einfallen. Männer wie du haben normalerweise ein grosses Repertoire an faulen Ausreden. Ich hätte das mit dir gar nicht anfangen sollen. Wir sind zu weit gegangen. Wir sind übermütig geworden. Ich habe schon gewusst, dass das einmal rauskommt. Das mache ich aber nicht mehr. Das mache ich aber nie mehr. Mit mir sowieso nicht mehr. Du bist eine totale Enttäuschung. Ich habe noch nie einen Maxi so schnell zusammenbrechen. Wenn ich denke, dass wir Knie zittert haben im Büro, wo du das erste Mal als Chef vor mir gestanden bist. Und jetzt? Schau dir mal das an. Nimm ihm die Hosen weg und sonst ein Häufchen Elend. Ich versuche noch jemandem einen riesengroßen Schmerz zu sparen. Und wem? Mir. Carol rastet aus und das mit Recht. Versetz dich doch du mal an ihre Stelle. Was würdest du machen, wenn dein Mann morgen früh heimkommt, in den Unterhosen und nicht mehr einbleibt? Keine Ahnung. Ich bin nicht verheiratet. Ich glaube nicht an die Ehe. Das ist eine überholte Institution. Ja, meine auf alle Fälle. Hey, Carol bringt mich um. Das weisst du, was für eine eifersüchtige Frau. Ich bin auch eine eifersüchtige Frau. Ja, wunderbar. Versucht man sich gegenseitig mal ein bisschen Freude zu machen, das ist dann der Dank. Ich bin schwer enttäuscht. Das gebe ich ja zu. Ein Mann in meinem Alter am Morgen früh in den Unterhosen muss eine Enttäuschung sein. Und darum muss ich jetzt etwas zum Anlegen. Hast du keine Mannenkleider da? Darf ich hier keine Männer? Nur du. Was bin denn ich? Ein Gartenzwerg. Das hast du gesagt. Ja, du hast es gedacht. Warum läutest du nicht einem Freund an und fragst ihn, ob er etwas zum Anlegen hier anbringt? Ausgeschlossen, das wäre tödlich. Spätestens am Samstag hat das die Runde auf dem ganzen Golfplatz gemacht. Meinst du? Ja, da bin ich sicher. So etwas geht von Loch zu Loch. Warum spielst du eigentlich Golf? Du hast ja noch Sex. Kindergolfplatz ist ein ganz Terrain für potente Anlegen. Als Finanzberater musst du dort fischen, wo es grosse Fische hat. Wärst du fischen, hättest du jetzt kein Problem. Könnte mich natürlich unter eine Torinfahrt legen, von oben bis unten mit blauen Flecken übersät, und mich so von der Polizei finden lassen und sagen, ich sei überfallen worden. Ausgeräumt und auszogen. Also gut, wie viele blaue Flecken willst du? Ach, das würdest du gerne. Ja, ja, das kann ich. Steckt jeder Frau Aggression. Der Pfister. Der Pfister? Ja, der Pauli Pfister. Guter Kollege von mir, wir sind nicht die gleiche Zoft. Oberst im Generalstab gewesen, ganz ein lieber Kerl. Leider ein Alki, aber ich kann mir schon helfen. Hoffentlich vernichtet, dann ist er wieder Blitz da. Und wenn er zu ist? Fährt er noch schneller. Na komm, du Arsch. Hallo, da ist Pfister. Ja. Ich bin noch schnell ins Bistro zu einer Nachtübung. Ich weiß nicht, wenn ich wieder in der Unterkunft bin, aber wenn mir Ihre Stimme sympathisch ist, dann rufe ich zurück. Das heisst, wenn ich nicht besoffen bin, bringen Sie nach dem Bistro. Aber keine Obszönitäten, bitte. Ja, Sally Pauli, du alte Wildsau. Ich bin's, der Hubert. Jetzt musst du mal hören. Ich bin zurzeit nicht daheim. Ich bin jetzt neumet anders. Und ich stecke in einer saublöden Situation. Könntest du mir helfen und den Anzug hier anbringen? Also Hose, Jumper, Hemdschuhe, vielleicht noch Krawatte. Halt Seminarstrasse 3A. Das ist ganz in der Nähe vom Schaffhauserplatz. Und die Telefonnummer wäre 044 218 1934. Aber du musst pressieren, gell? Ich warte da. Danke. Ciao.
Hoffentlich musst du nicht zu lange warten, kommt dann noch ein bisschen schlafen. Ja, ja, schlaf du noch. Kennt ihr dich nicht dran? Ich komme nicht mehr. Ich komme nie mehr. Du kannst dann schlafen, solange du willst. Das ist ja recht schön. Es ist ja total sinnlos, da umeinander zu hocken und auf den Pfister zu warten. Seit er den Dienst quittiert hat, ist überhaupt kein Verlass mehr auf den. Also wenn er mit dir in der gleichen Zunft ist, dann siehst du ihn tot sicher am nächsten 60 Leute wieder. Lass den Müll, das kannst du wissen, gut. Kennst denn du niemanden, wo wir etwas ausleihen können? Könntest du nicht irgendeinem alten Freund anrufen? Also einem, der dir nichts mehr bedeutet, natürlich. Der Max vielleicht. Ja, genau. Nein, der ist immer noch scharf auf mich. Dann rufen mit dem nicht an, ich will keine Schlägerei. Ich könnte meinen Vater fragen. Amol, doch. Das ist jetzt der richtige Augenblick, um den Vater kennenzulernen. Grüezi, Herr Moser. Jetzt sind mir leider Kleider geklaut worden, wo ich gerade Ihre Tochter gepumst habe. Dann bleibt als letzter Ausweg der Bobby. Der Bobby, wer ist denn der Bobby? Ein alter Freund. Nicht eifersüchtig? Nein, sicher nicht. Der ist viel zu cool. Ja, cool ist ja cool. Ist eigentlich ein Glücklicher. Ich fange langsam an früher da. Ja, vielleicht lügst du einen coolen Bobby mal an. Ja, ja, ja. Salve! Hey, Bobby, das ist Jenny. Du kannst mir so bitte ein paar Klamotten überbringen. Klamotten? Für dich? Nein, für einen Mann. Hosen, Schuhe, Hemd, Schuhe. Krawatten. Krawatten. Einfach alles. Wieso? Ist ja Wurst, wieso? Du gehst an einen Maskenball. Nein. Ich erzähl das dann. Du, aber heute Nacht noch, ist pressant. Okay. Hey, danke. Ciao. Ciao. Der macht jetzt einfach alles für mich, der Bobby. Und was machst du für ihn? Nein, sag's lieber nicht. Sorry, ich habe noch nie etwas mit ihm. Ist mir viel zu jung. Aber ein extrem letzter Typ. Wie lange kann denn der Bobby haben, wenn er da ist? Tja, was soll ich sagen? Vielleicht eine halbe Stunde, drei Viertelstunde, eine Stunde, nicht lang. Nicht lang? Was heisst nicht lang? Wie lang ist nicht lang? Tja, das kannst du dem Bobby nie sagen. Ah, ist aber wunderbar. Ne? Er wohnt aber ganz in der Nähe. Zuverlässig ist er auch. Aber er hat kein Zeitgefühl. Verdeckel, ich kann nicht mehr länger warten, ich muss heim. Also kannst du nicht gehen. Du weißt, was ich aus hinten raus durch den Keller. Und dann gehe ich durch den Hof. Den Mauer entlang, hinter den Büschturen, bis wir zum Parkplatz. Und dann nicht wie ins Auto ab und fort, und zwar ganz egal wie. Also, dann sehen wir uns am Montag vom Büro. Komm nicht spät. Hubert, so kannst du nicht raus. Die Polizei macht in letzter Zeit Patrouille jetzt Nacht. Sie suchen schon lange einen Exhibitionist. Was soll's? Wenn er Glück hat, kommt er durch. Ah! Ah! Hättest du mir auch sagen, dass da unten ein ganzes Rudel Polizisten nach einem Exhibitionist sucht? Die arme Frau, die mich halb blöd gesehen hat, liegt vermutlich für einen Monat auf der Intensivstation. Du hast sie aber nicht angelangt, oder? Du spinnst eigentlich sicher nicht. Die hat einfach geäußert, als ich zum Gemisch rausgekommen bin. Ihr Tackel ist vermutlich schon lange daheim. Würdest du nicht bitte absetzen, Hubert? Du machst mich nervös. Excuse me. Tut mir leid, dass ich noch lebe. Ja, ich gebe es zu, ich bin in Panik geraten. Ich bin ja wirklich ein Doppel, wenn ich gemeint habe, ich könnte in dem Aufzug quer durch die Stadt durchfahren. Abgesehen davon, was hätte ich eigentlich gemacht, wenn ich dann daheim gewesen wäre? Ich habe gedacht, du schläfst ins Schlafzimmer, machst schließlich den Kasten auf und leihst dich an. Und dann? Ziehst du dich wieder ab.
Lässt bist du mal an und schläfst ins Bett, bevor deine Frau verwacht. Oh, ist das eine grossartige Idee. Anziehen, abziehen, bist du mal legen und ins Bett. Wunderbar. Hast du noch ein riesiges Detail vergessen? Welches? Wir haben den Alarmanlage. Und bevor ich die abgestellt habe, kommt der Hund säckeln. Fangt ab alles aus dem Garten raus, löst mit seinem Freudentanz Bewegungsmelder aus, rund ums Haus, wenn ganz Licht angeht, und sieht mich im Monitor von der Haustür stehen, im Leibli und den Unterhosen. Und ich sage, Sally, Schatz, ich bin bitte da. Was hast du für ein grässliches Leben? Ach, wenn ich mit dir bin, ist es noch irgendwie auszuhalten. Und eins darfst du nicht vergessen. Der Bruder von Carol hat mir die einmalige Chance gegeben, bei ihm in die Firma einzusteigen. Und du kannst dich im Spiegel noch anschauen. Wo bleibt dein Stolz? Die eine Hälfte habe ich verloren, als wir früher pensioniert haben. Die andere Hälfte war futsch, als ich ein Jahr lang Telefonverkäufe gemacht habe. Wenn das Polizei ist, bin ich nicht da. Es ist der Bobby! Wo ist er? Dort hinten. Kommt er nicht raus? Hubert! Stützli. Hubert, das ist der Bobby. Ich habe 3/4 Stunde auf Sie gewartet. Wegen der Lümpen. Lümpen? Ja, der Fetzen. Was für Fetzen? Die Klamotten von mir aus. Los, hätte ich Wortschuss oder Wortschuss mit? Hey, meine Zeit ist knapp. Du wartet eine heiße Brut auf mich. Ein geiles Stück frischer Dänischblut, verstehst du? Meine Brut wartet daheim. Ein geiles Stück griffen Greyerz. Vermutlich unmeknüssbar. Wir sind noch sehr glücklich. Gib's von der Jenny, was ist das Problem? Wir haben den Einbrecher da gehabt. Wow, hey, Action! Ich finde das überhaupt nicht komisch. Obwohl du aus der Falle gestiegen bist, hast du gecheckt, dass du dein Outfit nicht mehr hast. Mega seich, hä? Verheiratet, gell, Opi? Wieso wissen Sie das? Einer mit sättigen Unterhosen muss verheiratet. Sie sind schon recht. Ich brauche viel Platz. Jenny, ich glaube, ich melde mich einmal ab. He? Hey, jetzt bist du doch erst gerade gekommen. Ich bin auf dem Sprung an einer Party. An einer Party? Der kommt aber nicht mit. He? Ich denke nicht dran. Du hast dich eigentlich kennengelernt. Du beim Heilsarmee-Mittagstisch. Er fühlt sich noch ohne mitzukommen. Wohin? Eben an die Party. Ja, aber schon du. First Class, Danis Loch, ein feiner Tempel. Ja. Nur auf Einladung. Du, mit dieser Frisur gönnst aber auch keinen Wettbewerb mehr. Hühner mischt so noch gut sein gegen die Mauser. Wenn wir ein paar ausgegangen sind, grosse Indianerhäuptli. Dann am liebsten, dass ich dich gesehen habe. Wie hast du es, Jenny Maus? Kommst du mit oder lässt du es bleiben? Hey, Logo, komm ich mit. Es ist ja noch früh. Es ist überhaupt nicht mehr früh. Die Straßenbeleuchtung ist schon vor einer Stunde ausgegangen. Ja, das kann ich aber nicht auf dem Ofen mitnehmen. Weißt du, hast du jemanden aufgeschnappt? Kein Problem, Bobby findet den Weg schon. Der Dani hat immer noch die gleiche Bude. Ja, aber schon du. Die Stadtverwaltung hat alles wieder angestellt. Strom, Wasser, Heizung, der ganze Komfort. Ich bin ja überzeugt, sie hat den Komfort gar nicht vermisst. Hey! Sogar die Cheesy haben sie wieder installiert im Fall. Oh, wie schön. Adrian. Gar nicht? Ja. Wohin gar nicht? Eine Party. Dann ins Loch. Danke, Adi. Also schon ein bisschen freundlicher dürfen sein mit ihm. Ich bin ja viel zu freundlich. Wie kommst du überhaupt dazu, mit solchen Leuten zu verkehren? Hey, die sind noch jung.
Die haben da einen drauf. Na, jetzt weiss ich, warum ich den nicht lügen kann. Ja, du fährst mich schon an den Schnügen. Ich sehe wirklich nicht ein, wieso du jetzt noch an eine Party willst. Weil ich nicht so alt bin wie du. Und weil ich will tanzen. Ja. Hubert? Ja? Willst du etwas ausmachen? Was? Ich möchte mich gerne umziehen. Du Jennymus, hättest du Lust, am nächsten Samstagabend mit mir wieder mal auszugehen? Ha, gemeint, willst du mich nicht mehr sehen? Ja, komm jetzt, tu dich nicht dumm. Das habe ich die Hitze vom Pech gesagt. Das habe ich also sicher nicht so gemeint. Hast aber einen Haufen böses Zeug zu mir gesagt. Ja, gut, vielleicht haben wir einen kleinen Streit gehabt. Ja, nicht schlimm, kann er mal vorkommen. Sogar in der besten Familie kommt das vor. Welche Versöhnung noch an, die finde ich umso schöner. Ja. Komm, mach ein bisschen, sonst lohnt sich die Party dann wirklich nicht mehr. Hab gemeint, hättest du es präsent? Brauchst du Sicherheitsnadel? Für was? Für durch die Nase durch. Fahrst du nicht? In dem Scheisszeug kann ich sowieso nicht haben. Alles fertig, schluss damit. Es dauert ja nur Sekunden. Lass es, ich ziehe den Seich wieder ab. Schade, du hast so schnügen. Ja, schnügen. Schnügen aussehen. Lächerlich habe ich ausgesehen, absolut lächerlich. Ich bin froh, dass das passiert ist. Es wäre ja nur für einen Notfall gewesen. Ah ja, und wie hätte ich den Notfall sollen begründen? Hätte ja mehr Mühe gehabt, das irgendwie zu erklären, wenn ich in der Unterhose in dem Libri eingegangen wäre. Und bei dir bricht er ein. Unter 100 Tatsüge könnt ihr wählen. Nein, ausgerechnet meine Klauter. Du, da in dem Haus, da muss doch irgendjemand wohnen, der etwa meine Größe hat. Sorry, das ist kein Lilliputanerheim. Lass jetzt vielleicht die blöden Schätzchen, wir wissen gut. Im Ernst? Du kannst doch nicht am Morgen um 2 an irgendeine Tür läuten, Mass nehmen und fragen, ob du einen Anzug auslehnen. Nein, sicher nicht. Du musst jemanden kennen. Ja, höchstens ein paar im Haus nebendran. Gut, dann fragen wir die. Es geht nicht, sind in der Ferien. Oh nein. Hey. Wie ist er? Wer? Ja, eben da, der Nachbar bis mir. Und er setzt hängende Schultern. Hamsterbacken, eigentlich so wie du. Ja, das ist ja grossartig, ist doch wie gewünscht. Was machst du? Jetzt steige ich da zum Fenster aus, gehe vom Absatz auf die andere Seite rüber, in die andere Wohnung und hole mir dort einen Anzug. Nein! Nein, ich bringe ihn am Montag zurück. Hubert, du kannst doch nicht mit dem Fenster Simse verklettern. Keine Angst, ich habe Übung, weil in der Ferien vom Gimmi mal Fernsehantennen montiert. Komm, wenn du runterkommst. Dann geht es wenigstens schneller. Ich bin lieber runterfahren als meine Karolli tanzen. Also gut, aber pass auf, dass du nicht auf die Tauben trampst. Die schlafen jetzt nämlich. Hast du ihn schon? Nein, ich übe. Komm, mach ein bisschen. Ich will noch an die Party! Jenny, mach auf! Du, Bobby! Ist irgendetwas mit der Party? Ist etwas falsch gelaufen an der Party? Hey, Jenny, hey! Hey, leck mir, hey! Hey, Razzia, du! Schmierfrosch, wir haben Sozialarbeiter, die ganze Meute, wir müssen den Blind nehmen. Habe ein paar Joints einpacken, dann habe ich mich dünn gemacht durch das Badzimmerfenster. Die ganze Musik habe ich müssen dort lassen, das Geld für die Woche auch. Ja, das ist ja kein grosser Verlust. Kein Müs, kein Kapital, kein Problem, feiern wir da weiter. Nein! Ja, das ist übrigens Tobi.
Mein dänisch Blue aus Kopenhagen. Zürich ist sehr aufregend. Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir hier von der Polizei gejagt werden. Sie ist erst eine Woche da. Okay, wissen Sie? Das ist übrigens Jenny. Die ist total okay. Okay, wenn Sie schon mal da sind, wie wär's mit einem Drink? Für mich kein Alkohol. Alkohol sollte gesetzlich verboten werden. Oh, ist ganz meine Meinung. Hier, nehmen Sie Frikadelle. Wie sagt man hier für Frikadelle? Hacktatsch wie der Fleischküchling. Wir sagen Frikadelle oder Dance Buff. Also bitte, ich habe sie selbst gebacken. Hey, super gut, du kann ich euch sagen. Mega gewürzt im Fall. 10% Fleisch, 90% Hasch. Und umgekehrt. Ist ja gleich, du fahrst die wie Weihnachten. Interessant. Alle meine Fleischkügel sind interessant. Wissen Sie, ich rauche nicht und ich trinke nicht. Das ist ungesund. Stimmt. Man sollte nur noch dänische Fleischküchli essen. Richtig. Das ist viel gesünder. Hey, macht aber im Fall keinen Unterschied. Du. Also, wenn es die Schmier merkt, hängst du sowieso. Darf ich schnell auf die Toilette? Ich möchte mich waschen. Du weißt ja, wo sie ist. Ich bin ein ganz schmutziges Mädchen. Ich bin über die Gartensäule geklettert. Nimm aber doch deine Mickey-Maus-Seife. Das ist original 1936. Bart, ich gebe dir ein Tüchli. Fassadenheim spielst. Hast du einen Anzug bekommen? Ja, sicher. Ist nicht ganz die Qualität wie meine, gell? Aber unter diesen Umständen. Hey, hallo, Festgemeinde. Du, was haben Sie mit meinen Hosen gemacht? Mit einem Wort, sie sind platzt. Kunststück mit dem Arsch. Hast du jetzt nicht gesagt, deine Nachbarn sind in der Ferien? Sind sie auch, die kommen erst nächste Woche wieder zurück. Dann muss ihnen aber in der Ferien das Geld ausgegangen sein, sie sind nämlich wieder da. Ich hatte den Schreck von meinem Leben gehabt, als die miteinander im Bett gelegen sind. Gottlob haben sie mich nicht gesehen, haben beide unisono im Takt geschnarchelt. Sag mal, zu welchen Nachbarn bist du gegangen? Ich glaube, du auch nicht, wie sie hin. Das glaube ich ja nicht. Das sind die Falschen. Dort drüber hättest du müssen. Kopfverdeckel, wo ich in dem Haus? Schließlich musst doch du wissen, wenn es da die richtigen Nachbarn sind, oder? Nein, das ist jetzt aber ganz übel. Ehrlich. Opi, du machst mich depressiv. Schlechte Vibrationen, verstehst du? Es flimmert in den Ohren. Nein, ich check das einfach nicht mehr. Du am besten verdrückst dich, bevor sich der Schmerz materialisiert. Redst du vielleicht so, dass man dich versteht? Was ist eigentlich für Zeit? Zeit ist ohne Bedeutung. Ja, für dich vielleicht, für mich ist sie verdammt wichtig. Wie spät hättest du es gern? Am liebsten wäre natürlich 11:30. Mit dem kann ich leider nicht dienen, es ist 2:45. 2:45? Ja, aber das geht noch. Wenn ich jetzt gerade heim, bin ich in einer halben Stunde heim. Das ist zugegeben spät, aber noch vertretbar. Und mit diesen Kleidern sollte ich jetzt durchkommen. Kann ich mit Schiff gehen, ich mich jetzt mal... Da fehlt das Bein! Du bist im Falschen, komm noch mal raus! Ah! Herr Swart! Oh nein! Was hast du? Unser Au pair girl! Hallo? Oh, oh. Very
mich stört? Ich. Wenn Sie mich verarschen, wer ist ich? Ah, Entschuldigung, ein schwarzer Apparat. Und da ist Pfister. Pfister? Wie haben Sie auf die Beantwortung gehabt? Ah, der Paul, ja. Sally Paul. Ich bin der Hubert. Der Hubert Schwarz? Ja, der Hubert Schwarz. Natürlich. Was willst du, alter Gauder? Ja? Hast du mir die Adresse angegeben von irgendeinem Girl? Habe ich das? Ja, schon sicher. Bist du in der Verlegung? Bin ich denn da nicht daheim? Ja, natürlich nicht, wenn das nicht deine Privatnummer ist. Ja, jetzt lach mir aber alles um Knecht. Jetzt ist es hell für sich und ich bin nicht daheim. Jetzt mal wieder nach Füßen einrücken. Wartet der Feldwein? Ja, ungefähr. Hey, Marlon. Los, brauchst du immer noch einen Anzug? Oh, nein, ich habe einen geklaut unterdessen. Geklaut ist gut. Ja. Immer noch der gleiche Spassvogel. Ja, warte, ich komme vorbei und bring dir rein. Nein, du musst dich nicht bei mir kommen. Das ist ein Katzensprung, mache ich doch gern für dich. Aber es ist nicht mehr nötig, ich kann alles. Ich kann doch alles. Du, Hubi. Ja. Irgendwie tut es ein bisschen komisch. Ja. Ist dir etwas passiert im Kantonament? Ja. Oder bist du gerade im Zyklus? Nein, es ist okay. Schau es. Gut, stell ich eine weitere Frage. Ja, ciao. Ja, ja, ich lache doch mir am Knick. Mein Gott, ich sollte ja schon lange daheim sein. Jetzt, ich muss doch daheim sein. Was ist. Jenny, was ist eigentlich für Zeit? Hä? Oh nein! Komm! Guten Morgen! Um Himmels Willen, Tobi, wie kommen Sie zu. Nein, aber gar nicht, sie halt nicht. Was? Ja, was sagt sie, das wäre eine Katastrophe? Keine Angst, diese Katastrophe habe ich Ihnen erst vor. Aber wie komme ich zu Ihnen auf die Matratze? Ziemlich high. High? Ja, ich muss high, natürlich muss ich high. Wo ist Jenny? Ausgegangen. Sie bringt mich um. Jenny? Nein, meine Frau. Wohin ist Jenny? Mit Bobby weggegangen. Ich weiß nicht, wohin. Vielleicht zu ihr? Das sehen wir doch bei ihr. Na, dann eben zu ihm. Egal. Sie sind ein richtiger... Wie sagt ihr es weiser? Hm? Ein Brönsli. Bünzli. Aber ich bin's nicht. Hm? Oh doch. Warum regen Sie sich so auf? Wir haben zusammen verbracht einen nackt, aber ganz ohne unanständige... Es ist auch ganz ohne unanständig schlimm genug. Mit dem eigenen Obermärkel im Bett. Ich könnte ja Ihr Vater sein. Mein Vater ist jünger als Sie. Muss total besoffen gewesen sein. Nein, Sie haben überhaupt nichts getrunken. Kann mich nicht erinnern. Kann mich an nichts erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich zwei von diesen Fleischküchli gegessen habe, vorhin gegangen bin. Sie haben drei Fleischküchli gegessen, bevor Sie sind gegangen. Aber eben, ich bin gegangen. Ja, aber Sie sind zurückgekommen und haben gegessen noch viel mehr. Was denn? Küchli oder Däschli oder wie Sie sagen für Frikadelle. Also Sie werden doch irgendetwas schreiben, Sie die Frikadelle rein da. Nur ein wenig Pott, sonst nicht. Pott? Marihuana. Jetzt bin ich auch noch ein Junkie. Wird immer schlimmer. Es wird immer besser. Herr Swaas, Sie innerlich werden immer freier, verstehen Sie? Sie sind jetzt eine freie Geist und machen Ihren Weg. Ich hätte mich schon verstanden müssen auf den Weg machen. Und ich bin alles andere als ein freier Geist und bin verheiratet. Doch, das wissen Sie doch, ich bin gebunden. Wenn ein Sterbenswörter von all dem da auskommt, bin ich erledigt. Doch, ich flehe Sie an. Bitte, sagen Sie nichts, gell? Okay. Sie verstehen mich. Mund halten, ja. Nichts ausplaudern. Okay, unser Geheimnis ist sicher bei mir. Hallo? Hallo? Ist der 930-44-47? Ja, könnte sein. Bist du das, Tove? Ja, sicher. Was machst du denn an dort? Ist der Hubert heimgegangen? Nein, der liegt bei mir auf der Matratze. Was? Jenny, hast du gehört? Jetzt hat Tobi gesagt, sie hat bei ihr eine Katze. Oh ja, ich bin die kleine Mieze. Warum bist du nicht heimgefahren? Hast du einen Anzug gehabt, wo ich gegangen bin? Ja, ich wollte ja gehen, dann habe ich eben noch zwei von diesen Fleischküchen gegessen. Und dann bin ich plötzlich eingeknickt. Ich bin einfach weg gewesen. Also, ich bin erst am Morgen wieder bewacht. Und jetzt? Fühlst du dich jetzt okay? Jetzt? Ja, jetzt geh. Dann fahr heim, aber sowieso, solange du noch eine Chance hast. Ja, 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 ja.
geht doch irgendetwas. Gib mal Tobi ans Telefon. Tobi ist nicht da. Also, das heisst nicht da. Tobi ist die ganze Nacht nicht da gewesen. Sorry, ich habe gerade vorhin mit ihr geredet, sie hat den Hörer abgenommen. Ja, gut, dann ist sie gleich die ganze Nacht nicht da gewesen. Sie ist in dem Augenblick wieder reingekommen, wo gerade das Telefon gerufen hat. Vor 3 Stunden hat sie gesagt, sie will gehen. Sie ist ja gegangen, aber sie hat sich verlaufen. Sie ist Ausländerin, hat den Heimweg nicht gefunden. Ich habe ja nichts dafür, wenn die am Morgen wieder herankommt. Wie hat dann auch nicht mehr da gewesen? Jetzt bist du einmal auch wieder da. Nein, das bin ich. Das ist der Automat, das Telefon beantworten. Bitte, hinterlässt sie eine Nachricht nach einem Piepst. Hubert, mach dich nicht lächerlich. Sie kommen jetzt heim. Und zwar sehr schnell. Seht ihr jetzt, was sie da angerichtet haben? Alles wegen einem saublöden Hotstatschli. Ja, meine Zeige, was Jenny meint, was wir beide haben miteinander. Ha? Haben wir ja nicht. Ja, trotzdem, dass ich... Wo sind meine Kleider? Welche Kleider? Ja, welche Kleider, die zum Anlegen natürlich. Hose, Jumper, Hemd, Schuhe. Hin und wieder habe ich nämlich etwas an. Ich habe einen Anzug angehabt, den, den ich geklärt habe. Wo ist der angekommen? Den haben sie aus dem Fenster geworfen. Was habe ich? Den Anzug aus dem Fenster geworfen. Wo ist geschlossen? Das war ja gar nicht meine. Mitten in der Nacht sind sie aufgestanden, haben den Anzug ausgesogen und aus dem Fenster geworfen und gebrüllt. Gebrüllt? Ja. Aus dem Fenster? Ja. Mitten in der Nacht? Ja. Ich bin total verkommen. Wieso? Ihre Rede war super. Meine Rede? Sagen Sie jetzt nur nicht, Sie hätten es nicht so gemeint. Ja, was habe ich denn gesagt? Dass Sie sind eine Handlanger der Gesellschaft. Dass ein Anzug ist das Symbol eines unfreien Mannes. Dass Sie sich von Ihrer Frau und Ihr Shop losgesagt haben. Dass jeder Privatbesitz ist Diebstahl. Und dass Sie Ihre Haare lila färben und mit Barbie eine Punk-Community gründen wollen. Alles klar, alles klar. Ja. Hat es noch mehr von deiner Hochtatschli? Nein, aber ich mache uns jetzt Frühstück. Nein, wir machen kein Frühstück. Jenny ist vom Weg dran. Abgesehen von, Sie sollten längstens mit mir heute hochgestellt haben von Jenny für den Zwittag. Nein, es ist Sonntag, da gehe ich zur Kirche. Ja, genau, wie sich das gehört für ein braves Mädchen. Also, so brav bin ich ja nun auch wieder nicht. Doch, wie nennen Sie das? Bitte, nennen Sie das endgültig. Ich liebe alte Männer. Ich bin kein alter Mann. Bin ich ein bisschen älter im Vergleich zu Ihnen. Jetzt gehe ich ab und hole meinen Anzug. Der ist nicht mehr da. Wie werden Sie das wissen? Er ist auf einen Nachtbus gefallen. Nein. Doch. Ich habe heute meinen absoluten Glückstag. Das war's. Ich mag Sie. Ich mag Sie auch, Tobi, ganz sicher. Aber wenn Sie mich auch nur ein bisschen, mögen, dann sorgen Sie jetzt irgendwie dafür, dass ich nach Hause gehe. Warum wollen Sie zurück zu Ihrer Frau? Ich mag sie nicht, ihre Frau. Toi tu dies, toi mach das. Sie ist eine neue reiche Alpsiege. Ja gut, das kann man nicht abstreiten. Wo ist aber trotzdem heim? Ich würde viel lieber nur bei Ihnen arbeiten. Ah ja? Ja. Also die nächste Woche geht sie in eine Wellnesskur. Ja, gut. Sind wir 14 Tage allein und dann haben wir das Bückelzimmer, da kommt sie praktisch nie runter. Haben wir doch einen Haufen Gelegenheiten, wo wir zwei ganz für uns ungestört sein können. Und das ist ja das, was du immer hast willen, gell? Süße Kleidung, ne? Danke! Damit haben Sie meine Stellung klipp und klar beschrieben. Ja, Frau Wieberg. Frau Wieberg. Hm? Irgendetwas hat die aufgeregt. Frauen sind einfach unberechenbar. Nö, ja, stopp lieber. Wir bringen Lokalnachrichten. Heute Morgen, kurz vor 6 Uhr, ist am Hauptbahnhof ein Bombenalarm ausgelöst worden. Eine Sondereinheit von der Polizei. Der Bombenalarm Laparie steckt in einer viel grösseren Gefahr. Halb 7 Uhr morgen und ich kann immer noch nichts anzulegen. Verdammt, komm mal. Jetzt. Jetzt musst du einfach mal ganz sachlich überlegen, was man da.
Der Pfister. Natürlich. Gestern Abend habe ich noch gemeint, ich hätte eigentlich ein verdammt gemütliches Leben. Ja? Scheissenbach. Pfister? Ja, sorry, Paul. Ich bin's, der Hubert. Ja, aber willst denn du zwitschst in der Nacht? Ja, zwitschst in der Nacht finde ich gut. Es ist morgen um 6:30. Ja, hat dich geweckt? Ja, bin erst am 4 ins Nest von Tilly. Du, das tut mir leid, ich kann es ja nicht wissen. Im Gegenteil, ist gut, hast du mich geweckt. Mhm. Und mit dem Tagesbefehl wäre Tagwach schon um 6:15. Ah, ja. Du, lass jetzt, ich stecke in einer totalen Notsituation. Ja, wie immer. Was brauchst du? Steht das Angebot noch wegen deinem Anzug? Ja, sicher. Aber musst du ihn holen? Ja. Ich habe meinen ehemaligen Dienstkollegen abgemacht, am 11. Ja, am 11. Du bist am 11. Könntest du ja noch drüben. Ja, wo denn? Z Düsseldorf. Oh. Flug geht am 9. Ich kann doch nicht zu dir kommen, ich kann nicht anzulegen. Ja, wie kommst du, ist dein Problem. Los, ich lege dir den Hausschlüssel unter den Blumentopf, rechts von der Haustüre. Es sind 7 Schlüssel. 7 Schlüssel? Ja, brauchst aber nur 5. Ah. Richtig, 3 Kaba und 2 Jets. Mhm. Die 2 Kleinen kannst du vergessen. Gut, die 2 Kleinen vergessen. Mhm. Also pass auf, wenn du das letzte Schloss aufgemacht hast, dann hast du genau 5 Sekunden. Du gehst bis zum Besenschrank, links beim Absatz auf halber Höhe von den Stegen. Mhm. Dort schalte ich sofort den Einbruchalarm an. Der rote Schalter ist rechts unter dem zweitobersten Regal hinter dem Staubsauger. Alles klar? Ja, Moment, ich brauche 3 Kabelschlüssel. 2 Kabelschlüssel oder 3 oder 2? Nein, umgekehrt. 3 Kabel, 2 jetzt. 3 Kabel, 2 jetzt. Korrekt. Ausführen. Und mach dir keine Sorgen wegen dem Dobermann. Hm? Wenn er an der Ruhe kommt, wird er nur spielen. Könntest du den Hund dann nicht anbieten? Also gut, ich schlüssel in der Küche. Und besteht keinerlei Möglichkeit, dass du schnell kommst und das Zeug hier anbringst? Unmöglich. Ein Flug für 50 Steine auf Düsseldorf verpasse ich sicher nicht. Ich zahle dir und einen Trick dazu. Kommst du keinen über auf einen billigen Flug? Ja, vergiss es. Und leg den Schlüssel wieder unter den Blumentopf. Und noch etwas. Ja. Versuch den Dobermann wieder aus der Küche zu lassen. Ich will nicht, dass der Abgreif den ganzen Sonntag eingesperrt ist. Los, ich will. Mach's gut. Ende. Ja, ja, Ende. Danke. Geh doch nicht so zu dem Pfister. Wenn die Polizei schnappt, bin ich doch voll dran. Wie komme ich dort hin? Bitte, Stefan, mach's nicht! Ich muss heim zu meiner Frau. Trotzdem, komm zurück! Wenn mir so eine Rolle und Kleid gefällt hat, muss ich für dich etwas anderes organisieren, oder? Das ist viel zu gefährlich. Lang nicht so gefährlich, wie ohne Kleider heimzugehen. Es ist sinnlos, dort drüber zu klettern. Dort drinnen wohnen 2 Frauen. Vielleicht trägt eine Mann ein Kleider. Sicher nicht. Dann probiere ich es aber dran. Du bist aber vorsichtig. Geht's? Verdammt, rutschig. Hätte ich nicht am Dach hängen. Der ist neu installiert worden. Wegen dem haben wir einen Zinsaufschlag bekommen. Kann man die Wohnung schon sonst kaum leisten? Ich zahle sie, ja. Kommt schon etwas über dafür. Ja. Du gehst jetzt aber nicht etwa da rein, oder? Aber sicher gar nicht jetzt da rein. Stefan, wenn du hier reingehst, musst du gar nicht wieder zurückkommen. Also gut, aber ey, sag dir, dein Lieblingsspiel mit dem Nucki und dem Windel, das wird heute gestrichen. Herr Was? Herr Was, sind Sie da? Oh. Ich habe die ganze Zeit an Sie gedacht, an Sie und Ihr Problem. Ich habe mir überlegt, wenn er ohne Kleidung nach Hause kommt, sein Ass geht auf Grundeis. Hören Sie zu? Oh. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe mein Hirn benutzt und gedacht, wo kann ich mitten in der Nacht Kleider herkriegen? Am Bahnhof natürlich. Also bin ich mit einem Taxi zum Hauptbahnhof gefahren. Ich verfolgte einen Mann mit einem Koffer. Der Typ hat ausgesehen wie Sie. Nicht so dick, aber größer.
Aber sie gefallen mir trotzdem besser, ja? Also, wie er den Koffer hat hingestellt, um sich einen Zeitung zu kaufen, war ich schnell wie ein Wiesel. Ich bin ein cleveres Mädchen, nicht wahr? Nicht bloß ein sexy Au-pair-Girl. Ich bin Martha, ich bin zurück von Interlaken. Hallo? Hubert? Melde Oberst Pfisch-Trage zu Rettig Sirbi. Wo steckst du, Wien? Wo musst du im Versteck, du Arsch? Wo sind wir auf dem Flughafen Taxi wartet tun? Hat er lange vorläufig. Trinke nie vor dem Abend. Natürlich Ortszeit Kuala Lumpur. Post! Los, Robert, ich hab mir gedacht, ich bring dir die Zivilklamotten doch noch schnell vorbei. Wenn dir nicht dein alter Mitzäufter in der Unterhose durch die Straße schleichen und mir einmal passiert, in der Ferien, in Kairo, glaubst du nicht, wie zudringlich so ein Kamel kann werden? Los, ich hatte hier einen Anzug, Hemli, Krawatte, Socken und eine Perle Schuhe mitgebracht. Ist alles in Plastiksack, okay? Ah. Da ist also dein Sex unterstand. Du Schacken à son coup. Die Taxifahrer sind aber eine Rasse für sich. Die meisten sind so brauchbar wie ein paar Strumpfhosen für eine Meerjungfrau. Romeo, hören Sie gefälligst auf mit dem hohen Lärm am Morgen früh? Hören Sie gefälligst auf mit eurem Lärm? Oh, Entschuldigung, schöne Frau. Moment, haben wir uns nicht schon mal... Heiliges Kanonenruhe. Drosi, Sommerferien 96. Gran Canaria, Glolita von Playa del Inglés. Kennen wir uns nicht von irgendwo her? Es geht besser für uns beide, wenn wir uns nicht kennen. Oh, schreck, was noch? Die General? Hubert, Hubert, du wohnst da in einer gefährlichen Gegend. Außerdem bis am Donnerstag auf dem Golfplatz. Bin gegangen. Sind natürlich nicht unter dem Blumentopf. Das sind die guten Freunde. Hau jetzt ab, wie du möchtest. Lass dich mal ein zurück im Elend. Schau dir mal die Frisur an. Eine Schönheitskönigin bin ich definitiv nicht. Aber ich könnte natürlich so heimgehen und sagen, Karol, ich habe mein Coming Out gehabt. So bin ich halt. Aber, was scheinlich, der Job mit den Brüdern bin ich da garantiert auch los. Und schon allein die Vorstellung, dass ich so stampfen ist sehr ermutigend. Ich weiß einfach nicht, wie Mary das 6 Mal in der Woche durchsteht. Der Anzug sieht total gut aus an dir. Und Hauptsache passt mir einigermaßen. Also jetzt heim, aber ohne Umweg. Tschüss, Mops. Auf bald, Schatz!
Pardon, monsieur. Ah, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Darf ich Sie um Feuer bitten? Ich kann leider diese kleine Rad hier nicht lassen drehen. Ja, so. Ihnen fehlt der Funke. Mal schauen, was ein urchiger Schweizer da kann machen. Eh, voilà, madame. Oh, merci beaucoup. Excuse, madame, ich muss fort partieren. Nur eine ganz kleine Moment, s'il vous plaît. Ja, bitte. Ich brauche einen Mann. Ja, was? Hätte ich nicht gedacht. Doch bitte helfen Sie mir. Ich glaube nicht, dass ich für Sie der Richtige bin. Je suis pas le juste pour vous. Mais oui, monsieur. Ach, bitte setzen Sie sich. Ja, mir leid, sehr präsent. Je suis pressé. Absetzen. Es dauert nur ein ganz kleines Sekunde, glauben Sie mir. Also, was wollen Sie von mir? Meine Abfluss ist gestopft. Wir bitte? Wenn Sie würden helfen, mir am Stopfen. Ihren Abfluss? Ja, bitte. Ja, ach, muss das graviert sein? Wenn geht, gerne. Ja, wo ist er dann? Wer? Ihren Abfluss. Ach so. Ach, zuerst, wir trinken zusammen eine kleine Aperitif, wohl. Mit, Brut Rosé. Brut Rosé, oh la la. Ah, merci, madame. Excusez, madame. Kleine Fauxpas. Fauxpas de deux. Alors, monsieur, à votre santé. Tchin-tchin. Tchin-tchin. Also, dann wollen wir jetzt einen Blick auf Ihren bösen Abfluss werfen. Aber zuerst, wir machen Musik. Es ist doch schrecklich. Abfluss reinigen ohne Musik. Haben Sie passende Abflussmusik? Naturellement, ich habe die kleine Abflussmusik. Ich bin aber leider sehr im Zeitdruck. Au presse du temps. Verstehen Sie? Oh, meine Waschbier. Ja, ich hasse die Viecher, ich nehme sie immer. Ich habe süßes Blut. Das, ich habe so noch gewusst, Sie sind ein ganz süßer. Also, wo ist jetzt der Abfluss? In meine Boudoir. Bitte kommen Sie. Sie wollen mich kommen, verführen Sie, kleine Charmeuse. Ist das Ihr Reseda-Grün-Mercedes, der da unten auf der gelben Kreuz parkiert ist? Oui. Darf ich vorschlagen, dass Sie Ihren Wagen umparkieren? Pourquoi? Weißen sich die Farben? Wenn Sie kein Bus wollen, würden vor der Nacht ihn wegstellen. Aber sicher, ich werde wegfahren, natürlich. Wie dumm von mir. Sonst noch etwas? Ja, Madame, leider etwas Ernsteres. Nein! So können Sie nicht umgehen mit Ihren Nachbarn. Ach so, ja, natürlich. Ich habe wieder einmal nur gedacht an mich. Sie haben vollkommen recht, es tut mir sehr leid. Dann haben Sie nichts dagegen, dass ich abgestellt habe. Was denn? Die Musik spielt, schau Sie. Ach ja, da haben Sie mehr als recht. Entschuldigen Sie. Eigentlich bin ich sehr froh, dass Sie sind vorbeigekommen. Denn wissen Sie, malheureusement, in die letzte Zeit, es geht mir nicht sehr gut. Das tut mir aber leid, Madame. Meine Mutter macht auch immer so laute Musik, wenn ich Nachtdienst habe.
Ja, sie fürchtet sich nämlich und macht sich Sorgen wegen mir. Ja, einem Polizist kann viel passieren. Und das meiste ist nicht sehr erfreulich. Sprechen Sie ruhig Schweizerdeutsch mit mir. Ich kann sehr gut verstehen, aber ich kann nicht sehr gut sprechen. Merci. Ja, Polizist ist ganz gefährlicher Beruf. Ja. Aber dafür, Sie haben gratis Polizeiauto. Ja, das ist viel bei heutigen Preisen für Benzin. Da ist noch etwas. Ja, natürlich haben Sie sehr schöne Uniform auch gratis. Nein, eine Anzeige. Aber nicht gegen mich. Leider doch. No, ah, nein, also das... Und ich hab gedacht, alle diese bösen Verfolgungen, die sind nun endlich vorbei, wie ich seinerzeit bin geflohen aus die Tschechoslowakei. Sie kommen aus der ehemaligen Tschechoslowakei? Ja. Sie haben aber einen französischen Akzent. Ich bin geflohen über Paris. Eine Mani-Unterwäsche auf meine Sims. Also bitte, was halten Sie von mir? Ich bin ein sehr anständiges Frau. Es ist aber ein Mann gesehen worden, der in Unterhosen in Ihrem Feistersims entlang gekrochen ist. Er soll unter Gewaltanwendung da eingebrochen sein. Für das gibt es Züge. Also bitte sehr, wenn ein Mann in Unterhose bei mir ist angebrochen, dann wäre ich doch der Erste, der... Also ich meine, ich wäre doch die Erste, wo das sehe. Wer ist das? Wer? Er. Wo? Da. Was? Das. Möchten Sie noch eine Gaggo, bevor Sie gehen? Hören Sie, Madame. Ich habe keine Lust, mit Ihnen weiter das Spiel hier zu spielen. Das, was Sie da unter Ihrer Decke versteckt haben, ist ein männlicher Körper. Und zwar in bewusstlosem Zustand. Mon Dieu! Madame, ich fange an zu zweifeln an Ihren Aussagen. Ich glaube auch nicht mehr ganz, dass Sie aus der Tschechoslowakei geflüchtet sind. Über Paris! Wie heißt die Hauptstadt von der Tschechei? Helsinki! Korrekt! Sind Sie, Ihre Anschuldigung gegen mich sprechen alle zusammen? Meinen Sie? Der gehört der Anzug hier. Innen? Nein, der gehört ihm. Und der Mann ist noch eingebrochen, um seinen eigenen Anzug holen, nicht sehr glaubwürdig. Ich vermute schwer. Der Mann ist da in dieser Wohnung gewesen, bevor er auf den Sims rausgeklettert ist. Hallo, bien. Ich gebe zu, ich bin eine Dame der Nacht. Une belle de la nuit. De la nuit! Und dieser Monsieur ist einer von meinen Kavalieren. Aha. Ja, der kommt zu mir, weil ich muss sehr streng sein mit ihm. Aha. Der will immer spielen, Sklave. Aha. Ja, ich lasse ihn Boden wischen und Fenster putzen und abstauben. Ja, er macht's aber gründlich. Ja, aber heute war er nicht zufrieden, ich war viel zu wenig streng. Ja, habe ich ihn gesperrt für 3 Stunden in den Wandschrank. Hat ihm auch nicht genügt. Hoho, habe ich ihn gedrückt in welche Korb. Ziemlich pervers. Aber der wollte noch mehr. Ja, ja. Habe ich gesagt zu ihm, so, du böser Onkel, du geh hinaus auf die Fenstersims in deine Unterhose, damit dich alle Nachbarn können sehen. Wie kommt dann die Bühlen auf seinen Hinterkopf? Aha. Ja, ich habe ihn vergessen auf die Sims draußen. Ich habe gelesen. Wissen Sie, ich lese sehr viel. Kriminalromane. Plötzlich, ich höre, wie jemand kommt da reingestiegen durch die Fenster. Ich gerate in Panik, packe was ich in der Nähe und schlage zu. Excuse me. Aber das ist jetzt so ziemlich verlogen, was ich je gehört habe. Und der Trick mit Ihrem französischen Akzent. Können Sie auch gerade vergessen. Ohne meine Hilfe kommen Sie dran. Aber garantiert. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Haben wir einfach nicht mehr zu helfen gewusst als alleinstehende Frau. Nur noch mit Gewalt. Ja, ist ja schon gut. Helfen Sie mir? Warum nicht? Der Polizist, dein Freund und Helfer. Begleiten Sie mich ins Frauenhaus. Wieso? Es gibt bessere Lösungen allerdings. Allerdings was? Ist ein Polizist auch nur ein Mensch? Wie soll ich das verstehen? Kommen Sie. Sie könnten die Antwort aufs Gebet von Müller drüsen. Aber jetzt weiß ich nicht ganz so genau, was Sie von mir wünschen. Sind Sie so naiv oder tun Sie nur so? Ich finde Sie umwerfend. Hui, da können Sie dann ein paar Überraschungen erleben. Sie haben noch nicht ganz begriffen, in was für eine unangenehme Lage Sie sind. Mal, absolut. Wenn ich jetzt Meldung mache, geht's ab auf den Posten. Kreuzverhör, Fingerabdrücke, Liebesvisitation. Nicht lustig, ich sage es. Hören Sie doch auf, Sie haben mich ja vollkommen überzeugt. Sie finden mich doch nicht etwa unattraktiv. Nein, nein. Oh, sind Sie sexy! Ich könnte Ihnen genau die Art von Schutz geben, die Sie brauchen. Aber ich weiß einfach
wollt ihr uns jetzt ausgerechnet mit mir? Also schließlich bin ich auch nicht mehr die Jüngste. Ich liebe reife Frauen, ich halte nichts von jungen Gemüse. Bin eher als verlobst. Sie sind bezaubert! Tanzen Sie gern? Ja, halt mal mehr oder mal weniger. Ich tanze ja fürs Leben gern. Ja. Ich bin Toggenburger Junior Champion 1983, Standard und Lateinamerikanisch. Wenn Sie mit mir das Tanzbein schwingen. Was machen wir denn mit Zerndet? Vergessen Sie den, tanzen Sie mit mir. Darf ich bitte, Madame? Hui! Ich würde mich freuen, wenn das der Abend von einer wunderbaren Beziehung wäre. Sie meinen wie mit Laurel und Hardy? Ich meine, Sie haben Ihre Arbeit, die Familie. Ihr würdet miteinander reinreden. Ich hätte ein wunderbares Freizeitarrangement treffen. Sie haben mich im Sturm erhoben. Wann stellen Sie mich Ihrer Mutter vor? Ich will Sie nicht heiraten, Sie alte Schachtel. Ich weiß es eigentlich. Ich meine, wenn ihr ein Verhältnis habt, kann ich Ihnen doch nicht Müller 3 sagen. Ich weiß, Roland und du. Marvin, du. Immer ein Kussmann. Nein! Nein, du willst mich nicht mehr respektieren. Das ist zu früh. Gut, ich komme in einer halben Stunde wieder. Was passiert mit dem? Mit dem bin ich allein fertig. Der Starke ist am mächtigsten allein. Schiller! Vorsprung durch Technik. Audi! Hasta la vista! Hasta la vista! Hola! Alle! Mein Gott, ist das eine Nacht. Hubert, du musst heim. Ich muss fort von da. Und zwar im Anzug. Ja, in dem Duft kann ich aber auch nicht heim. Ich habe einfach ein bisschen Parfum angespritzt. Rue de Galop. Kein Wunder ist der Zucker so kickerig auf mich. Jetzt gehe ich zuerst mal unter die Dusche. Oh. Tobe, wo ist denn das Blittli? Jetzt schau dir mal das an. Meine Türmatratze am Boden. Sagt mir denn jetzt Norbi schlafen? Oder denn ist es Bodenturnen? Das ist das allerletzte, was die drüben haben in meiner Wohnung. Ich lasse mich doch nicht wie eine Ehefrau behandeln. Ist der dänische Blunder etwa schon eingezogen da? Sind wir jetzt zu dritt? Ménage à trois. Jenny, Hubert und Tove. Das wird mir ja nichts ausmachen. Solange ich am Morgen als Erste ins Bad komme. Von mir aus kann das Beri da einziehen. Aber er ganz sicher nicht. Das Einzige, was er da lässt, wenn er zu seiner Carol heimgeht, sind ein paar graue Haare im Strell. Nein, das ist schon wahnsinnig weh. Vor ein paar Minuten war da ein tadelloser Herrenanzug. Gottverdeckel, was passiert mit den Kleidern in dieser Wohnung? Hat es Riesenmotten im Schrank oder wird das Zeug von uns gemacht? Sag mal, wie kommst du dazu, deinem dänischen Blonden zu erlauben, die Sachen hier zu bringen? Wie bitte? Du nimmst jetzt 0, plötzlich den vergammelten Koffer von deinem vergammelten Gutzli mit und verschwindest aus dieser Wohnung. Du lass mal, diese Art von Behandlung kann ich ja daheim haben. Für das muss ich jetzt gar nicht da reinkommen. Für was kommst du denn? Was suchst du eigentlich? Zurzeit suche ich meine verdammten Hosen. Ist das alles, was du vom Rest von deinem Leben erwartest? Im Augenblick schon, ja. Weißt du, was bist du für einen Kotz? Nein, nicht! Um Gottes Willen, Hände weg vom Koffer! Ja, so. Du befehlst jetzt da innen. Der sagt jetzt aber gerade... Nein, ich muss dir etwas sagen. Ich habe diesen Koffer am Hauptbahnhof mitlaufen lassen, damit Herr Swaas hat etwas zum Ansehen. Nein, es ist schief gelaufen. Habt ihr nicht gehört, die Nachricht am Radio?
Es ist eine Bombe drin. Im Radio ist eine Bombe drin? Nein, im Koffer. Die haben gesagt am Bahnhof, man kann keinen Bombenkoffer finden. Wisst ihr, warum nicht? Weil ich ihn geklaut habe. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, weil ich jetzt zu einer Party gehe. Ciao. Das ist der totale Wahnsinn. Jenny, bleib mich nicht allein. Jenny, bist du gut, komm zurück. Was ist? Emil. Was, Emil? Es tickt. Es tickt im Koffer? Ja, sicher nicht in meinem Kopf. Nein, in deinem Kopf tickt schon lange nicht mehr richtig. Schau, füll die Badwanne. Mit was? Ja, füll ich mit Wasser, oder? Sollten wir nicht die Bombenabteilung von der Polizei holen? Aber nur, wenn mein Konterfein morgen auf der Titelseite von Brickwatch gesehen. Lass es Wasser laufen! Ja, kalt oder heißes? Scheissegal! Ich habe noch gedacht, bei heißem Wasser löst es sich schneller auf. Dann lass doch beides laufen! Und vergiss den Stöpsel nicht! Am Fetti! Vor allem nicht! Dann hält der Fersen aufs Abflussloch mit der Kleidermasche! Ich sitze nicht mit einer Bombe in die Badwanne. Mach du das! Du! Also, gut! Hubert, bist vorsichtig! Wenn das Ding explodiert, ja. Bist du gut. Identifiziere meine Einzelteile nicht. Ich will nicht, dass die Karol erfahren, dass ich da gewesen bin. Schnell, Buchi, ab in die Decke. Halt mir den Kopf hinter dem Sofa. Was machen wir jetzt? Ich mach den Koffer auf. Bist du verrückt worden? Warum? Vielleicht ist er ein Wasserdicht. Nein, mach's nicht, Jenny. Mach's nicht. Du könntest in die Luft gehen. Dann kommt aber was selber. Aber das ist doch sinnlos, wenn wir beide unser Leben aufs Spiel setzen. Ich bin ein verheirateter Mann mit Abhängigen. Ja, der einzige Abhängige in deiner Familie bist du. Ja, die Bemerkung jetzt du können sparen. Da, schau mal. Es tickt. Das habe ich doch immer gesagt, es tickt. Es hat kleine Tröte dran. Tröte, nur. Einen blauen, einen gelben und einen roten. Welchen soll ich durchschneiden, den roten? Nein, mach's nicht. Mach nicht, rühr es zurück. So, mach das du. Wo ist denn Bombe? Es gibt keine Bombe, der Koffer war voller Kleider. Und der war einfach voller Kleider. Ja. Voller Kleider? Kleider zum Anlegen? Ich glaub schon. Hose, Jumper, Hemd und Schuhe, nein. Wow! Oh nein! Oh nein! Jenny, Jenny, lüte das einmal an. Siehst du, was du mit meinem Fluchtanzug gemacht hast? Mit dem wäre ich durchgekommen, genau meine Größe. Leg ihn doch an! Gehst heim und sagst, du bist in einen Wolkenbruch geraten. Es hat 14 Tage nicht mehr geregnet. Dann sagst du halt, du hättest jemanden aus dem Limit gerettet, du bist ja gerade noch ein Held. Das wäre ich ganz sicher, ich kann nämlich nicht schwimmen. Himmel, Herrgott, dann sagst du halt, du sagst, ins Wasser gehabt und jemand hat dich gerettet. Ah ja, wer will mich schon retten? Niemand, der noch einigermaßen bei Verstand ist. Komm, gib mir das Zeug, ich bringe sie in die Reinigung runter. Am Sonntag am Morgen? Ich kenne den Besitzer, der wohnt im Haus, der tut mir gerne mal gefallen. Wieso? Er ist eifersüchtig. Einfach so. Es ist ein Liebessieg. Aber Jenny, pass auf, dass du nicht überfahren wirst, gell? Ich schaffe es, ich kann es noch schaffen. Am Sonntagmorgen schläft ja Carol immer lang aus, wenn sie eine Schlaftablette genommen hat. Wenn sie keine genommen hat. Ich glaube, ja, die beste Idee ist immer noch die mit abgeschlagen, überfallen und dann ausgeräumt und auszogen. Aber ich bleibe bei der. Ich muss aber eine Bühne haben. Robert, bis auf 10. Nein! Bitte nicht schlagen. Ich vertrage nicht mehr. Ich muss heim. Bitte lassen Sie mich heim. Einer mit dem Anzug. Das ist mein Anzug. Das ist mein Anzug. Ist da gelegen zusammen mit dem Hemd und den Krawatten und den Schuhen. Es tut mir leid, das sind meine Kleider. Ich muss heim. Sie können auf mich einprügeln, solange Sie wollen. Das können Sie nicht immer. Zusammen ist es gerade. So, vorwärts, rein mit dem Zeug. Das ist mein Zeug. Das ist nicht Ihres Zeug. Das ist mein Zeug. Was, Sie wollen Gewaltanwendung? Ja, das können Sie ja.
Ich bin zu allem bereit, ich bin ein verzweifelter Mann. Ich auch. Aber Sie sind nicht so verzweifelt wie ich. Nicht der Stütze. Was guckst du mir das an? Ja, das sind Sie gewesen. Sind ich wahnsinnig? Ich mache Krise. Das sind Sie, was Sie gemacht haben. Da bin doch nicht ich schon. Natürlich sind Sie das, die ich muss sein. Ich muss dringend heim und Sie heim mit. Geht Sie wenigstens tausend Jahre aus. Die Krawatten an. Ja, aber die passt jetzt gar nicht zu ihr. Ja, die passt wunderbar. Aber mir. Aber immer. Also so nicht, alle Zinschen. Meine Hälfte ist aber länger als ihr. Sie blöder, riediger Hund, Sie. Sehen Sie jetzt, was Sie mit meinen Kleidern gemacht haben, jetzt noch. Keiner von uns zwei heim. Ja, und wer ist dann schuld? Sie, Sie alter Stinkbock! Oder ein Ölzi fett Arsch! Was machen Sie überhaupt in dieser Wohnung? Sie fliegen heimlich zur Toilette von meiner Freundin aus. Wer sind Sie eigentlich? Ja. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht gewinnen. Und das ist gut, dann erzähle ich meiner Frau dann auch mal nicht. Das ist aber klar, ich weiß wirklich nicht mehr, wer ich bin. Da schauen Sie mal. Ich bin heute Abend so viel auf den Kopf geschlagen worden, dass ich miss. Gedächtnis! Danke, verloren habe. Aber immerhin, Sie können sich daran erinnern, dass man Ihnen auf den Kopf geschlagen hat. Ja, aber ich erinnere mich nicht wie manches Mal. Ihre Unterhosen sind Sie nicht arm. Das ist eine Erleichterung, ich bin nicht gerne arm. Besonders heute nicht, wo die Regierung sich langsam zu Tod schlägt. Sie haben nicht angefangen zu politisieren, jetzt muss ich aber wirklich heim. Moment, mein Lieber, Sie können mich im Augenblick von meiner grössten Not nicht allein lassen. Und wieso nicht? Das wäre gegen das Kollegialsystem. Oh, Sie wollen irgendein Politiker sein, hä? Ja, muss ich doch. Ja, das nehme ich jetzt aber schwer an. Und, wer bin ich? Eigentlich ist mir total egal, wer Sie sind. Sie wollen nämlich meine Freundin mit dem Anzug zurückkommt aus der chemischen Garni. Ah, oh, es existiert also noch ein weiterer Anzug in dieser Angelegenheit. Sie haben mich hineingelegt. Vermutlich verstecken Sie da noch ganz andere Sachen. Sie sind doch verrückt. Ja, passen Sie mal auf. Wir sind in der Lage, Ihnen genau zu erzählen, was alles passiert ist, weil ich Sie mir am abgeschnappten Kopf einfach nicht zusammenbringe. Was suchen Sie da eigentlich? Wanze! Fressen die Anzüge! Aber das ganz privat und treu. Ich kann Ihnen doch im Vertrauen etwas sagen, oder? Ja, sicher! Also gut, ich habe allen Grund anzunehmen, fragen Sie mich bitte nicht. Warum? Dass wenn ich da halben Block gefunden wird, dann... Dann was? Dann verlieren wir die nächsten Wahlen. Also doch ein Politiker! Kein Name bitte! Ein Sechskandal und spiele ich aus! Um Gottes Willen, wer ist das? Keine Ahnung. Ja, vermutlich die Freunde mit dem Anzug. Nein, sicher nicht. Die kommt doch einfach hier. Abwimmeln. Egal wer es ist. Ich verschaffe Ihnen einen Sitz in der Verwaltungsrat. Marco! Marco, bist du da, Marco? Ja, nein, komm wieder. Ich bin der Roland, dein Freund und Helfer. Jetzt habe ich aber keine Zeit. Ist jemand wieder? Nein, sicher nicht. Entschuldigung, für was haltest du mich? Für eine bezaubernde Frau. Und ich muss dir etwas sagen. Aber nicht jetzt. Mal, jetzt ist dringend. Hey, Roland, jetzt bist du ganz ein braver Polizist und gehst wieder heim. Und dann kommst du morgen wieder mit Blumen und Praline. Nein. Ich komm jetzt nicht, willst du oder nicht? Nein, nein. Du bleibst das. Du bleibst das. Leck, bist du eine starke Frau? Ich rufe um Hilfe. Ja, probier's. Wir sind da in Zürich, da kommt niemand! Leck mir doch alles am Knick, dann sollte doch rein, kommst du doch. Scheiße, komm! Leck mich nicht reinlassen! Drück die Tür rein! Ich bin Polizist! Ich zähle auf drei! Eins! Zwei! Drei! Mein Gott, Margot, bist du schön. Gell? Wow, die Möps. Nein, komm jetzt nicht. Ich wollte nicht, dass du drin unter meinen Augen siehst, weißt du? Ich bin nicht mehr ganz so jung, wie du meinst. Ich liebe das, wenn ein Bogen schon ein paar Kilometer auf dem Dach hat. Trotzdem halte ich sich Abstand. Siehst du eigentlich nicht, wie meine Zurückhaltung langsam schmilzt? Margot? Darf ich dir etwas sagen? Ja. Ohne Make-up siehst du noch viel besser aus. Lass doch die ganze Schminke weg, du brauchst das nicht.
Du bist so rein, so natürlich. Wie seinerzeit Anne-Marie Blanche, Gilbert de Courgenay. Du verzapfst einen absoluten Blödsinn. Jetzt bist du gut, gang wieder. Bevor wir etwas machen, was wir dann nachher bereuen. Marco, heute Nacht auf der Hauptwache, als ich in der Kantine wollte meinen Tee trinken, da habe ich dein Gesicht in der Tasse gesehen. Stell dir das vor, dein Gesicht in meinem Kamillentee. Du hast mich abgelächelt. Und als ich einen Schluck nehmen wollte, da bist du verschwunden gewesen. Jetzt hörst du auf, bist du gut. Du spinnst hochgradig. Stimmt, stimmt, ich spinne nicht. Ich sehe nur noch dich, ich denke nur noch an dich. Hilf mir, Frau Margot, das ist die einzige Lösung. Du kennst meine Vergangenheit nicht. Ich kenne nur deine Gegenwart. Nein, die kennst du auch nicht. Ich will sie erforschen. Das geht nicht, ich kann meine Binden ausflossen. Ich habe Zigeunerblut in mir. Margo, du machst mich rasend. Lass dich überraschen. Was machst du da? Ich habe in meinem Leben so viele Polizistenfrauen überrascht. Ich habe Dutzende von Denken schreien. Dann bringt es mir in den eigenen Leuten. Als Polizist bin ich für alle da. Service Public. Andere Polizisten machen das nicht. Andere Polizisten nehmen die Freizeit jassen oder kippeln oder handörgeln. Aber ich nicht. Ich bin anders. Und? Ich bin der Blut von Unterstrafe. Ich bin schon anderthalb Jahre hinter mir her, ohne Erfolg. Ich rief um Hilfe! Ja, wer kommt echt, Schatz? Du rennst da Blut um ein Land? Ja! Yeah. Als Exhibitionist? Ja! Yeah. Nein! Nein! Das ist nicht zum Sagen, was wir von Begrüßen als Polizisten haben. Wir bitten nicht persönlich. Und hackt nicht auf der Polizei rum. Das ist eine Gruppe von wunderbaren Männern. Die sind nicht alle so wie ich. Vor den Teufel! Nein! 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 Musst du anbleiben? Polizei! Ich nehme ein Bad. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Karin. Happy Birthday to you. Wer von euch ist Karin? Sind Sie Karin? Nein, ich bin Rosi. Ich bin Margot, er ist Roland. Und Joe Rolli, ich bin der Charlie. Ja. Ich habe das Glückwunsch-Telegramm von der Karin. A special song for a special woman. Attention, please. Karin, oh Karin, weißt du, wie vermisst ich bin? Ich bin verliebt, außer mir, dieses Gorillagramm, das sende ich dir. Ahuga, 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 ahuga. Hätte ich Geld, wir gingen zusammen auf die Marianen, doch vorerst sende ich dir Bananen.
Affengeil! Wo sind Bananen? Ja, sorry, die habe ich gegessen, ich hatte keine Foodpause. Du bist also definitiv nicht Karin. Nein, nie gewesen. Blöd. Und den André kennst du schon nicht. Das Glückwunsch-Telegramm ist umgeschrieben mit anderen. Komm, zeig mal. Was, du bist leider an der falschen Adresse. Da steht Saumackerstrasse. Seminarstrasse? Nein, Saumackerstrasse. Das ist die Altstätte. Ja, Scheiße. Ich bin ein Mann. Jetzt müssen Sie auch etwas wissen. Das ist mir egal! Ein paar Fragen. Was wollen Sie wissen? Vor allem, wer ich bin. Das check ich nicht, Polizei. Das sind jetzt die besonders geschickt von Ihnen. Hubi, helfen! Hubi, sind so egoistisch, ich habe eigene Probleme. Margo! Hilfe! Margo! Was zahlen Sie jetzt für die Wohnung? Ziemlich viel nehme ich an bei den heutigen Mietpreisen. Sie könnten sicher einen kleinen finanziellen Zustand brauchen, oder nicht? Lassen Sie Ihre dreckigen Pfoten von mir sein, Sie alte Grufti! Jetzt weiss ich endlich, wer ich bin. Ein alter Grufti? Aber ein Vitaler! Schön, schön. Wer etwas so liebenswürdig und will mir sagen, was da los ist? Sieht aus wie ein Galaabend in einem Puff. Augenblick, der Herr. Ich würde Ihnen von einem überhasteten Abgang abraten. Das Haus ist mit 30 schwer bewaffneten Polizisten umstellt. Davor sind mindestens 4 im Umgang mit Waffen vertraut. Also, sind Sie vorsichtig. Herr Kommissar, ich danke Ihnen, dass Sie hier sind. Aber finden Sie nicht, dass 30 schwer bewaffnete Polizisten wie viel sind, um ein paar Eindringlinge in Unterwäsche zu verhaften? Es geht auch nicht um ein paar Eindringlinge in Unterwäsche. Es geht um ein versuchtes Bombenattentat. Nette Küche. Meine mutmaßliche Terrorist befolgt, bis zum Flughafen raus. Ich kann gerade einchecken. Lufthansa nach Düsseldorf. Mit einem Bombenkoffer. Er hat gesagt, er hat den falschen Koffer verwünscht. Er sei vorhin durch einen Telefonanruf da alle in die Wohnung gelockt worden. Das muss der Robert Fürster sein. Und das ist sein Anzug. Oh nein, er ist grösser. Da müsste sich schon etwas Besseres einfallen lassen. Wir von der Polizei sind nicht alles Idioten. Herr Kommissar, ich glaube, ich kann den Fall für Sie lösen. Ja, und wir kommen in den Shop bringen. Halten Sie gescheites Mut. Aber der Robert Fürster ist tatsächlich wegen mir da gewesen. Habe ich in dieser Wohnung übernachtet und am Morgen festgestellt, dass meine Kleider gestohlen worden sind. Darum bin ich ja zum Bahnhof gegangen. Wer sind Sie? Es ist ein OP-Mädchen. Sie sind ein Glückspilz. Ich habe einem Typ am Bahnhof den Koffer geklaut. Er hat ausgesehen, wie wenn er würde fahren in Urlaub. Ja, Sie werden in den Urlaub fahren. Und zwar für ziemlich lang. Wenn Sie mir nicht etwas Glaubwürdigeres erzählen. Aber es hat eine Bombenwarnung gegeben. Das meinte ich doch zufällig. Den Koffer von dem angeblichen Terrorist mitlaufen lassen, weil sie gemeint haben, da sei Kleider drin. Augenblick! Wenn ich mich nicht schwer täusche, dann tönt das nach einer Verhörübung in der Polizeischule. Sind Sie Polizist? Ich kann nicht lügen, Herr Kommissar. Dann sind Sie kein Polizist. Sie hat mich nicht ausreden lassen. Ich bin einer. Und ich erinnere mich gerade, wer ich bin.
Ich weiß, wer Sie sind. Moment, ich weiß doch auch, wer Sie sind. Sie kommen plötzlich auch bekannt. Natürlich, Sie sind... Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich bin Ausländerin. Der Regierungsratsstelle. Ich hätte das Wort sogar nur einen alten Gruf, DJ. Ich beschuldige Sie, da in dieser Wohnung ein Bombenversteck eingerichtet zu haben. Sie haben zudem einen hoch angesehenen Politiker entführt und wollen vom Staat Lösegeld erpressen. Das ist doch absurd. Ich bin doch kein Terrorist. Mein Name ist Schwarz. Ich bin Treuhänder. Kriminell ist kriminell. Darum fehlt mir Sie von meiner Unschuld überzeugen. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Es war nämlich ziemlich wütend, als die Bombe explodiert ist. Die Bombe ist explodiert? Ja, zum Glück war niemand in der Nähe gewesen. Eben aus dem Fenster. Wie geht's denn? Wissen wir nicht. Ist verschwunden. Alle Antwort! Das betrifft nicht Sie. Sind Sie sicher? Definitiv. Schade. Und Sie, fühlen Sie sich anständig an? Sie sehen ja aus wie die Stiefmutter vom Schneewittli. Ah, schon besser. Und wenn ich Sie wäre, dann würde ich mich für die nächsten Wahlen auch nicht gerade in dem Aufzug fotografieren lassen, Herr Regierungsrat. Würde ich gern anlegen, wenn Sie mir ein paar Kleidungsstücke besorgen könnten. Oh ja, mit dieser Gelegenheit können Sie vielleicht für mich auch etwas organisieren. Ich bin kein hochangesehener Politiker, nur ein beschissener Steuerzahler, der von einem androgynen Polizist angemacht worden ist. Der Mada ist nicht nur ein androgynen Polizist, er ist der Blut von Unterstrasse. Was, der Blut von Unterstrasse, ein Polizist? Wie weit ist es mit dieser Welt gekommen? Aber Sie müssen keine Angst haben. Ich nehme den Mann unter die Lupe. Ich nehme ihn auseinander bis ins letzte Atom. Ihren Name? Ich bin unschuldig. Ihr! Müller, Gold, Wachmeister, Müller 3! Müller 3, Sie sind schwer beschuldigt worden. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Das ist ein Lug. Sie haben es gehört? Es ist ein Lug. Ja, wie kommen Sie dazu, an einem rechtschaffenen Polizist so eine Scheußlichkeit anzuzänken, wenn Sie den guten Ruf der Polizei und der Grabe... Bitte, bedroht Sie doch die Damen nicht. Der Regierungsrat Stadlich kann Ihnen unter Eid aussagen, was da Ihnen wirklich passiert ist. Vielen Dank. Ja. Gut, gut. In dem Fall bleibt der Schwarze Peter bei Ihnen. Betrachten Sie sich vorläufig einmal als freigestellt. Sie machen glaub Witz. Mit dem, was ich da gesehen habe, weiss ich mehr als genug. Sachen, die nicht nur die Partei vom Herrn Städeli, sondern auch seine Zunft nicht so gerne in der Öffentlichkeit wird hören. Da haben Sie allerdings recht, Herr Kommissar. Oh, ich bin nur Wachmeister. Nimm mal an. Vielen Dank, Herr Regierungsrat. Ich bin Kommissar. Mit schnellen Beförderungsaussichten. Glückwunsch, Herr Polizeidirektor. Danke, Herr Kommissar. Tja, ich glaube, das war eine sehr produktive Nacht. Herr Städeli, am besten fahre ich Sie jetzt heim, zurück in den Schoss für Ihre Familie. Und was erzählen Sie Ihrer Frau? Wart! Nein, bitte nicht! Oh doch, wart und nichts als wart! Ich werde Ihre verehrte Gattin persönlich erklären, dass durch Ihren Mut und durch Ihren Einsatz ein Millionen-Drogengeschäft gefreitet worden ist. Einsatz und Mut, das tönt gut. Gute Nacht! Gehen Sie nur, Herr Kommissar, aber denken Sie daran, was der ganz unnötig tut, uns arme Steuerzahler wieder kostet. Hey, Jenny! Hey, Baby! Was haben Sie da vorhin gesagt? Ja, das hast du mir ein bisschen stutz. Ich will noch auf den Bachtel ein Open Air. Sollte ein bisschen Benzingeld haben. Lass Bürstli! Nichts ist mit Open Air. Du schnupperst jetzt dann gleich siebte Luft. Für das brauchst du kein Benzingeld. Kapiert! Sie können mich nicht einbuchten. Ich habe seit Jahren keinen Scheiß mehr gebaut. Klappe zu! An ein Parasiten! Ich mache fix und fertig! Ei! Herr Kommissar, gehen wir jetzt endlich! Bobby! Papi! Ich hab dich gar nicht gekannt. Ja, was machen Sie da mit meinem Sohn? Ach, das ist Ihr Sohn! Ja, ich hilf ihm aufstehen! Er ist dunkel, Ihr Sohn, Herr Regierungsrat. Aber er ist ein toller Kerl, auf den können Sie stolz sein. Mami wird sich freuen, wenn sie dich wieder mal sieht, Bobby. Bei dir bin ich mir nicht so sicher. Warum jetzt gehen wir? Kommissar, fahrt euch heim. Gehen wir rein zur Mutter, unter die kalte Dusche. Hey, wir sind wieder drin. Es ist Sonntagmorgen, sonst kommen wir noch spät in die Kille. Also Marco, bis am Donnerstag im Extra. Zum Teufel, machen Sie, dass Sie nach Hause kommen. Wie ich Ihre Frau kenne, sehe ich Swaas für Sie, Herr Swaas. Geben Sie eine attraktive Leiche ab. Eigentlich hat sie ja recht. Ich sehe noch älter aus als vor zwei Stunden. Jenny, was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was du machst. Aber ich gehe jetzt an die frische Luft. Ich habe auch meinen Kopfweh. Aber du kannst mich doch nicht so da lassen. Ich brauche einen Anzug. Und ich brauche Luft zum Leben.
Ich habe nämlich ganz vergessen, was es ist, wenn man zu abwechselnd nur an sich selber denkt. Jenny, ist gut. Sie hat einen Glückstag, mein Lieber. Ich habe ohne einen von meinen Mann getroffen. Und der hat in einer Hand einen Einbrecher gehabt und in der anderen das da. Ja, aber nein, das sind ja meine Sachen. Jawohl. Und alles auf der Welt, Herr Kommissar, jetzt sagen Sie mir, wie haben Sie jetzt können wissen, dass das mein Zeug ist? Ihr Name steht auf der Innentasche. Kein besonders schwieriger Fall. Nein, aber ein besonders wichtiger. Sind Sie sich überhaupt bewusst, dass Sie jetzt vermutlich eine grosse zwischenmenschliche Tragödie verhindert haben? Man könnte sogar sagen, heute haben Sie vermutlich meine Ehe gerettet. Ja, das ist ja schön an meinem Job. Befriedigung durch die Arbeit. Gestern war es ein bisschen auf meinem Baum. Sind Sie mir nicht böse? Aber jetzt finde ich meine Ehe ein bisschen wichtiger als ein bisschen auf einem Baum. Ja, aber ein kleines, hilfloses bisschen. Oh, Herr Kommissar, ja. Haben Sie zufälligerweise bei dem Einbrecher nicht einer gerade eine goldige Armbanduhr gefunden? Wieso? Könntest du dir das... Ja, ganz genau, ja. Also, ich habe Sie nur sichergestellt, nicht, dass Sie noch mal weg waren. Ich danke Ihnen vielmals, gell, Sie? Es geht doch nichts über ehrliche Finder. Da haben Sie recht, ja. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Möge Sie Polizei beschützen. Und Sie auch, Herr Kommissar. Und ich habe es geschafft. Ich habe es endlich und definitiv geschafft. Ja? Ja, sorry, Carol, ich bin's. Du hast Angst um mich. Das kann ich verstehen. Los, jetzt komme ich gerade sofort heim und erzähl dir dann alles, gell? Tut mir leid, Ihre Frau ist nicht da. Ja, aber... Da ist Yvonne. Was für eine Yvonne? Ottinger von nebendran. Wo ist denn meine Frau? Zu ihrer Mutter. Es liegt ein Zettel für Sie da, Herr Schwarz. Sollen wir vorlesen? Ja, doch, gern. Lieber Hubert, ich bin für ein paar Tage zu meiner Mutter gefahren. Ich habe Dr. Schönbächler alle Anweisungen in Bezug auf unsere Scheidung gegeben. Würdest du bitte so freundlich sein, den März mit allen Schlüsseln in der Werkstatt abzugeben? Zudem bitte ich dich, lege die Eurocard, die American Express und die Visa... Danke, das langt. Ja, das wär's dann. Hm? Keine Frau, kein Haus, kein Auto, kein Kredit. Aber immerhin, ich habe wieder einen Anzug. Du hast ja die eigene Anzug wieder, woher jetzt plötzlich... Hey, die Kommissarin gebracht. Du, die haben den Einbrecher verwünscht. Oh, grossartig. Jetzt haus aber schleunigst her. Hey, Jenny, jetzt musst du etwas sagen. Komm, ich muss dir ganz eine wichtige Mitteilung machen. Jenny, ich habe im Einsamen einen Schluss gefasst. Ich lasse mich scheiden. Jetzt habe ich vorhin mit Carol angerufen. Ich habe ihr gesagt, es ist Schluss, und zwar eindeutig. Das Haus hat er geschenkt und das Auto auch. Kreditkarte darf sie behalten, den Job gebe ich auf, ich brauche das alles nicht mehr. Weißt du, was das heißt, Hubert? Absolut, Jenny. Jetzt habe ich doch dich, wir haben unser Wönigli und wir haben unser Fiatli. Hammer! Hey, ja, Jenny, ich liebe dich doch. Carol hat dich also rausgeholt. Hubert, du liest vor mir wie ein Öffnungsbuch. Ich bin ein verzweifelter Mann!